Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und heute spielen wir den Job Simulator in VR. Es gibt viele verschiedene Jobs, die man sich aussuchen kann. In VR kann man sie testen. Auch diese Gelegenheit habe ich genutzt, einen guten Freund VR zu zeigen, der vielleicht ein bisschen Erfahrung hat, aber noch nicht alles gesehen hat und gewillt ist, neue Dinge auszuprobieren. In Job Simulator VR. Nach dem Intro geht's los. So, willkommen bei Job Simulator. Selber noch nicht gespielt? Du hast auch noch nicht gespielt? Nee. Mach es mal da rein. Fuck, ist runtergefallen. Na, brauchen wir nicht. Es ist weg. Was hast du für Jobs zur Auswahl? Automechaniker. Hör schön randalieren mal wieder. Office Worker. Gourmet-Chef. Aha. Store-Clerk. Und Automechaniker. Hey. Auf was hast du Lust? Ich muss erstmal hier richtig reinsortieren. So. Schön. Hier den Office-Worker. Ja, okay. Machen wir mal einen Office-Worker. Ah, da siehst du auch gleich, wie das aussieht. Sehr cool. Gemütlich. Mhm. Ah, da kann ich vielleicht einen Stuhl gebrauchen. Hast du einen Stuhl? Soll ich einen Stuhl holen? Mhm. Okay, Moment. Hier, und dann habe ich am Daumen eine obere und eine untere Taste. Wofür ist denn das? Bei der unteren schnippt sich irgendwie so komisch. Ja, da kannst du Assistentinnen zuschnippen. Hallo, Assistent. Ein Stuhl bitte. Ist ja genau, der ist schon. Muss ihn nur noch anpassen für dich. So, ist komisch, gut, dass da keine Musik kommt, aber ich hoffe, im Spiel kommt noch mal Musik. So, wenn du bereit bist, pull the lever. Thank you, human. May I have another? Ja, kriegst noch ein anderes. Haben wir gleich mal ein Achievement freigeschaltet. Was? Eine Errungenschaft. Weil ich so geworfen habe. Ja, weil du ihn abgeworfen hast. Gut, du weißt schon mal, wie man... When ready. Aber sag mal, ich verstehe die ganzen Funktionen hier an meinem Griffel nicht. Also ich habe hier jetzt am Daumen zwei Tasten, am Zeigefinger. Was mache ich damit alles? Das weiß ich selber nicht. Okay. Get to work ist das. Das wird wahrscheinlich dann noch kommen, wenn da irgendwas ist, was man drücken muss. Oh, welchen Donut nimmst du? Warum der blaue? Nee, ich nehm. Ich dachte, der sieht am buntesten aus. Ich dachte gerade, du hast die Geräusche gemacht. Ja, Samuel! Hi, hallo! Die anderen Mitarbeiter wollen vielleicht auch noch was! Guck mal, voll lecker. Mm. Aber die Geräusche könnten echt von dir sein. Das stimmt, ach, ja. Ach, drei reichen dir. Bist du dir sicher? Ja. Na gut. Warte mal. Da unten drunter ist noch eine Kiste. Na, ist das nicht die Kiste der Kiste? Nee, das ist so Service. Und jetzt, wie kann ich sie wieder wegschicken? Ach so, jetzt kann ich. Get the Java Flow. Kaffeemaschine. Wo ist eine Kaffeemaschine? Du hast eine eigene Kaffeemaschine bei dir? Ey, das ist ja nicht Luxus. Die ist dreckig, die stellt wieder zurück. Ja, willst du im Aufwachraum auch mal deine dreckigen Tasten wegschmeißen? Mm, ja, na klar. Da habe ich aber nicht Tasten. Wie ist die Grafik? Hey, was machst du da? Dann muss ich gleich nicht mehr arbeiten, weil ich dafür total cool ist. Okay, na gut. Man muss ja ein bisschen mal ausprobieren. Now you're ready to start your day. Hallo. Da ist noch jemand, also das haben sie bloß so hingemacht, dass ich da hinten, dass es so aussieht, als ob da jemand wäre, aber hier.
Direkt neben mir ist überall noch frei. Vielleicht machst du Überstunden. Kann ich das hier eigentlich wieder wegschieben? Ich habe keine Ahnung. Du bist derjenige, der hier arbeitet. Also, Login, okay. Login. Also für mich wäre das ein Traumberuf. Please type your password. Welcome employee 4815. Bist du dir sicher? Dort. Ach so, hä? 111. Geh mal ans Telefon, geh ans Telefon. Hello there, can you give me number one, please? I need number one. Line one for me. Thank you very much. Traumjob. Traumjob. Mhm. Geht niemand ran. Nö, sie wollte ja nur, dass du die 1 drückst. Gut. So. Login. Okay. Das hat funktioniert? Was für eine Nummer hast du gemacht? Ich habe die 1111 genommen. Und das hat funktioniert, weil oben steht Passwort 101. Ach so, ah, okay, voll gut. Oh, dieses typische Geräusch, kennt man. Hast du noch eine neue Aufgabe? Ach, E-Mail. Ach, du weißt schon, wie es läuft. Okay, also. Nö, ich habe geraten. Hey. Du kannst so gut umgehen mit dem Rechner wie mein Vater. Na, das Problem ist, dass ich... Guck mal, ich muss ja die erstmal greifen, das mache ich mit diesem Klick, aber dann klicke ich gleichzeitig auch die Maus schon. Ja, das sagt er auch immer. Ja, wie greife ich die denn sonst? Achso, ah, so. Richtig greifen, ja, richtig greifen. Ja, jetzt ist doch schon. Oh, das wird ein langer Arbeitstag. Shit. Nicht, wenn ich hier auf Delete All gehe. Does your life sucks? Ja, ich soll sie auch alle löschen, genau. Also, ich dachte wirklich, man muss jetzt alle durchlesen. Wisst ihr, ich habe so gedacht, ich kann auch mit dem Finger so raufdrücken, aber das geht nicht. The freedom of inbox zero. Juhu! Du hast hier, glaub ich, bestimmt irgendwo ein Radio sogar. Was ist das? Ist doch kein Donut. Doch. Der ist gleich mit Vanillefüllung. Ich mag Vanille. Oh, okay. Ich wollte noch gar nichts gegessen haben. Oh, da guck mal, da ist auch ein Donut im Mülleimer. Ein leckerer, mit Spinat drauf. Zeig mal. Oh, cool. Oh, den kannst du fliegen lassen. Oh, da ist ja jemand. Hey, what the... Hey, that almost hurt. Du bist also der nervige Mitarbeiter, von dem man immer hört. Jetzt hast du es gegessen. Das verstehe ich immer nicht. Diese Karten hier, die sind doch... Ja, das musst du, glaube ich, immer nehmen. Okay. Hello, human. I am BossBot. I notice you've logged in, so I'm here to give you your first task of the day. We need to bring some new bots on board, so look through your resumes and find two bots to hire. Ich muss zwei Bots finden, die ich irgendwie anstellen kann. So. You heard them. Make sure you pick the best bots for the job. Oh, der sieht doch gut aus. Being sketchy, cooking books, acquiring cheese. Käse ist immer gut. Käse ist immer gut. Kann ich das irgendwie? Nee, glaub nicht. Öffnen? Hat's der Rückseite? Nope. Nee. Okay, der nächste Kandidat. Hipsterbot. Experienced founder, Front Snob Club, Brewer, Artisan Grape Juice. Nee, das klingt irgendwie langweilig.
Safari Bob. Der hat viel Erfahrung. Leadership, Navigation, pretty good Mustache and human watching. Definitiv. Der Bart macht's. Tourist Bot, Skills, Vacationing, Traveling, Co-Founder and Pilot. Disaster Airlines. Nee, das ist langweilig. Ich würde Kandidat 1 und 3 empfehlen. It's about phone. Ich finde es ja auch lustig. Das könnte sein, dass es lustig wird. Ja, ich glaube, ich schließe mich dir an. Gut. Willst du eigentlich ein bisschen Musik hören? Ja, kann ich irgendwo Musik anmachen? Irgendwo müsste vielleicht ein Radio sein. Was ist das? Oh, zieh mal dran. Keep working, and you'll get a promotion. Maybe. Okay. Coffee Creamer. Nee, scheinbar hat's kein Radio. Oh, was hast du getan? Aber ich könnte hier ein bisschen Musik für dich laufen lassen. So als Hintergrundmusik. Ja, das ist gut. Dass ich mich konzentrieren kann. Erstmal hier ein bisschen aufräumen. Ja. Der Flieger, der gehört auch nicht hin. Ist das schöne, entspannte Musik für dich? Ja. Gut. Okay. Jetzt müssen wir die hier heiern. Und das machen wir, indem wir hier so die hier rauflegen, nehme ich mal. Richtig. Und zack. Safari Boy, gute Wahl. Oh, da ist er schon. Hey, hallo. Und der auch. Cool. Oh, kennst du das, wenn du dann schüttelst? Und jetzt das blaue Ding, drehst am Home. Wenn du eine Frage. Nee, brauchst du nicht umdrehen. Einfach nur. Wenn du eine Frage stellst und schüttelst, dann kommt entweder ja oder nein. Das ist quasi so eine Entscheidungskugel. Ach so, jetzt zum Beispiel. Soll ich weiterarbeiten? Nochmal. Soll ich weiterarbeiten? Oh. Okay. So, also jetzt muss ich irgendwie hier. Choose a color. Ah, okay, deine Präsentation musst du machen. Okay. Ah, du stehst also auf blau. Okay. Ja. Oder das AfD-Logo kann ich auch. Das AfD. Willst du jetzt hier Werbung machen für die AfD oder wie? Nee. Ah, das wäre nicht so gut. Oder die FDP. Ah, oben muss ein Titel wählen. Motivation. Übergang. Oben wählen wieder. Oh, ein dramatischer Übergang. Ja, mit der Explosion, genau. Das sieht gut aus, ja. Ja. Jetzt hier. Detail, Visual. Visual, sieht gut aus. Ja, schön Memes, perfekt. Und dann muss man vom Dramatischen übergehen in einen Professionellen, genau. Ja, professionell ist gut. Ja, einmal kurz professionell wirken. Einen professionellen, missführenden Chart, genau. Und dann ganz cheesy werden am Ende. Perfekt. So, ist schon fertig. Oh, jetzt ist schon abends. Oh, oh. Achso, jetzt gucken wir uns das an. So, erzähl mal was. Also. Ich mach mal hier die Musik auf Pause. You ready to go through this presentation? Ja. Use the button to go through your slides. Wo? Okay, also. Dann bin ich mal gespannt. Ja, also ich möchte euch alle motivieren. Nämlich. Shit. Was ist das?
Ach, das war, glaube ich, dieser andere Knopf. Echt? Ah ja, ja, wenn du das isst, dann gehst du raus aus dem Spiel. Hast einen anderen Knopf gedrückt. Ah, okay. Wie kriegst du ihn wieder weg? Drück nochmal den Knopf, den du geknopft hast. Also, jetzt ist der Präsent... Achso, doch hier unten. Also, genau, ich wollte, dass ihr wisst, dass ihr alle gut genug für den Job hier seid. Boom! Was? Bam. Ja, hier, da oben seht ihr, dass wir hier neue Angestellte engagiert haben. Und dass wir deswegen euch feuern können. Und da in der Mitte und da unten sind nur so Lückenfüller. Oh, sehr interessant, ja. Mhm. Aber sie scheinen wirklich interessiert zu sein. Also unsere Verluste sind von Jahr zu Jahr gestiegen, was ja nicht so gut ist, aber... Nice job, human. That was very business. Gut, dass es der Chef nicht gesehen hat. Das war so eine schlechte Präsentation. Hey, man, lebst noch. Hey, what the? Hey, human. Bot number. Hallo, oh, hallo. Das ist ein hübscher Bot. We want to give him a parting gift. Everyone's pitching in. Why don't you give me something you'd like to contribute? Oh, ja. Okay. Also, echt? Ich hätte ihm den Spinat-Donut geschenkt. Den habe ich jetzt ja nicht mehr. Hier. Ach so. Kaffee? Das da unten. Oh ja, ein schönes Geschenk. Ja. Oh, how thoughtful. I'm sure they will. Appreciate it. Boah, das war eine komische. Do you think you could type up a quick card to go with this? It would make it a lot more personal. Ja, natürlich. Komm, eine Karte. Okay, wie machen wir eine Karte? Ach, am Computer. Ja, das hättest du ihm schenken können. Ah, oh, schade, knapp. Also. Oh, Musik. Karte. Hier, sowas. Das ist doch gut. Echt, kannst du das geben? Das ist doch eine Karte, oder? Was anderes habe ich jetzt nicht. Ich kann hier nichts schreiben. Guck mal. Ich glaube, du musst es schließen. Das Power.Programm. Ah, Words. Choose Template. Thank you, note, oder? Get well soon. Er hat Geburtstag, oder was macht er? Ah, Retirement. Nee. Retirement. Geht in Rente. Thank you. Ist gut, ja. Ja. Oder würdest du ihm deine Liebe gestehen? Nein, aber was ich auch überlegt habe, ist eventuell... Das. Weil ich immer so böse zu ihm war. Ach so. Doch immer die ganzen Sachen rüber gemacht. Okay. Oh, shit, und wie schreibe ich jetzt? Okay, also auf jeden Fall fängst du mit 1 an. 1 ist, glaube ich, sehr höflich, die höfliche Anrede. Was? So. Fertig! Sorry for being so bad at job. Yes, das ist doch sehr nett. I'm sorry for him to be so bad at job. Bitteschön. Der wird sich so freuen. Cool. Getroffen! Ja! Things aren't going too well. We need to find a couple bots we can let go. Oh, jemand muss gefeuert werden. Okay, wo sind die? Oh. Job Cowboy Bob. Cowboy Bot. Der Cowboy Bot. Ach, Bob. The Bob. Southern. Okay. Oh, hier, was ist da hinten drauf? Classified Contents. Human Proof Envelope. Nee, kann man glaub nicht. Okay, wen haben wir noch? SRS. Der sieht schon mal auf jeden Fall ein bisschen auffällig aus. Den lege ich schon mal hier rüber. Outlandish. Oh, den haben wir doch. Den haben wir doch Safari Bot. Den haben wir doch frisch eingestellt. Ja. Fancy Bot, Safari Bot. Nee, den Safari Bot, den hatten wir nicht genommen.
Doch, wir hatten Safari-Bot und Bandit-Bot. Den haben wir nicht. Wir haben den Bandit-Bot. Stimmt, doch. Gell, die beide. Stimmt. Und der ist auch schlecht gewesen. Oh, oh. Sketchy und Shifty. Na gut, das hätte ich jetzt auch vermutet. Echt? Bandit-Bot geht weg. Oh, oh, der... It was my first day. Er ist am ersten Tag. Er wird da gleich wieder rausgeschmissen. Fancy Bob. Oh, guck mal, wie traurig das schaut. Stapler Gems and now this? Hier, der Cowboy Bot, der... ja. Fast. Ach, oh, Scheiße. Oh. Wasser. In the office, co-workers would converse around the liquid dispenser. Oh, man, did you hear that? Bot 2272 got fired? Man, that's notable. Hey, Bill, did you see the... Check out these photos of my many children. Do you think she's... Oh, die Armen. Die sollen natürlich nicht. Also, noch du was. Also. Hier, für euch. Schade. Das würde ich im Real Life nicht machen. Was? Oben reinwerfen, wieder reinschütten. Ja. Das sind doch geschlossene Behälter. Okay, so. Na dann. Tschüss. Achso, Fotos. Ah, oh, jetzt musst du Fotos von deinen Kindern zeigen. Xen. Hm, welches nimmst du? Also ich würde ein Foto von Odin zeigen. Das nämlich. Ne, oder das im Urlaub. Ich nehme das im Urlaub auf jeden Fall. Was für ein geiler Drucker, der druckt sogar mit Rahmen. Aw, now isn't that sweet. Toll, wollte er die nicht mal mitnehmen, die Fotos. Shit. Klappt's? Geht nicht, nee. Achso. Yeah, hey, look. I've got some papers I need you to shred. It has to be... Oh, Shredder-Time! Bloß nicht die Hand reinmachen. Here, just look in the case. Bloß nicht die Hand reinmachen. Just get rid of it. Echt, warum nicht? Hey, da ist Geld drin. Auf jeden, das stolz. Das wollte er schreddern. Das ist bestimmt Schmiergeld. Das Buch, das du geschrieben hast. Das kann ich vielleicht nochmal gegen ihn verwenden. Eins behalte ich und die andere Ausgabe, die kann ich ja pro forma schreddern. Bloß vorsichtig mit der Hand! Was ist, wenn ich da mit der Hand drin bleibe? Ich weiß es nicht. Ich will es mal ausprobieren, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist doch der Auswurf. Wo willst du es hin? Beim Nachbarn will ich es. Ich glaube, du musst es wie so ein Rasenmäher aufziehen. Oh, passiert nichts. Oh. Wie du so zaghaft, wie du den Knopf drückst.
Vielleicht kannst du noch andere Sachen reinmachen. Yeah, Feuerwerk. Krass. Nee, das Geld lassen wir mal. Die Uhr. Wer braucht schon eine Uhr? Shit. Jetzt habe ich keine Uhr mehr. Braucht man nicht. Dieses Buch braucht man auch nicht. Kaffeesahne braucht keiner. Zucker. Überbewertet. Also ein bisschen aufräumen hier. Nein, nein. Oh, die Tasse von deiner Frau. Nein. War die von meiner Frau? Ich hab's gar nicht gesehen. Und du magst keine Tannen? Du meinst, das ist ein bisschen zu viel, wie ich hier gerade aufräume? Nö, nö, alles gut. Okay, dann reicht es jetzt für das Erste. Ich glaube, du musst doch das Buch, das du geschrieben hast, zerstören. Ach, schade. Die haben ein Auge drauf. Da kommt man nicht drum rum. Und das Geld auch. Das gute Geld. See, here's the other thing. I just found out that for insurance reasons, you can't actually have this much stuff in your cubicle. So, you're going to need to get rid of some of that too. Was du schon von vorher schon gemacht hast. Als hättest du es gewusst. Aber guck mal, was für Sachen du wegschmeißen musst. Von jetzt einfach irgendwas. Ach nee, doch wirklich. Fünfmal. Boah. Ja, die Blume ist eh schon. Ich glaube, da kommt nicht mehr viel. Come on! The Internet. More than just a series of tubes for email. Okay. How to job for dumb humans. Also ich muss das, glaube ich, hier rein machen. So, wenn ich genügend habe, dann kann ich nicht. Oh nein, der Taka, der ist doch. Oh, da kannst du Leute abschießen. Ja, irgendwelche Akten. Der ist doch eh schon gekündigt worden. das zählt sogar. Oh, okay, ich merke schon, du hast Spaß dran gefunden. Krass, der ist richtig stark, der Schredder. Stark. That was a close one. Alright, carry on. Nothing to see here. Tschüss. Right there, hold it. Don't let that bot get away. Hello, human. I am CEO Bot. Here's the thing. Boss Bot needs to go away for a while, and you've been doing a really good job. So yeah. I'd like to offer you a promotion. Yeah, sehr gut. Yeah. And boil out the candles. Wenn du echt pustest, macht er das, oder? Nee. Vielleicht musst du diese blauen Dinger da nehmen. Ach nee, ist ein Luftballon, glaube ich. Schön. Wow. Ich hätte jetzt gedacht, du erschreckst dich. Nee. Ich glaube, das ist Fake-Feuer. Ja, aber ich möchte irgendwie auspusten. Ich glaube, du musst wirklich pusten. Siehst du? Sorry, Human. Looks like there's not enough cake for you. Here you go, Human. I got you a present. Oh. Oh.
Human. Senior Mid-Boss 8. Du steigst ja voll auf, ey, im Business. So, jetzt kann ich das auch wieder wegwerfen, ne? Ja. Griffhard. Go home. Du bist ja voll, voll der Motivator. Yeah! 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 Woo! Weißt du, der... Oh, Telefon. Hooray! It's 5 o'clock. Work is over. Yeah, Feierabend. I'm gonna have to ask you to come in on Saturday. Ich dachte schon, ich krieg eine... Ich dachte, ich... Oh, wird schon wieder gegessen, ey. Oh, shit, der Rote. Ja, ich würde nur Hälften reinmachen. Von jedem abbeißen und die Hälfte drin lassen. Oh. Soll das Orange, wollte ich sagen. Orange? Donut, Fella. We got donuts. Ich glaube, das war's schon, oder? Für heute? Ich denke, das war's für heute, ja. Krass, das war schon dein ein bisschen erster, lustig. Dein erster Arbeitstag geschafft. Willst schon gar nicht Feierabend machen, gell? Nee. Geht gar nicht richtig zu, hä? Huh? Ja, warum wohl? Ich glaube, da ist irgendwas drin, was nicht rein soll. Ich denke immer, das bist du, der so rumschmatzt. Alle gehen pünktlich um 17 Uhr nach Hause. Außer der Manu, der macht da seine eigene Party. Mal sehen, wie weit ich komme. Hey, oh, oh, der ist auch noch da. Der hat wahrscheinlich kein Zuhause. Kann ich? Ja, so kann ich. Oh. Howdy, neighbor. Oh. Hey. Hey. Peace. Ah. Oh. Oh, da ist keiner. Oh. Come on! Come on! Oh, yeah! Oh, der ist gut geflogen. Oh. Oh, schade. Alter, hey. Reagiert gar nicht. Was? Duh. Why is it not 5 o'clock yet? Es ist doch 5 Uhr. Jetzt, wenn ich Feierabend habe, kann ich hier noch so ein bisschen verteilen. Ja. Come on. Come on. Hey, that almost hurt. Hey, what the? Come on. Ich kann einfach in ihr Büro rübertreten. Aber irgendwann kommt die Wand, gell? Ja, ja, schauen wir mal. Oh. Ja, schauen wir mal schon. Ich gehe mal wieder zurück in mein Büro. Ja, er wollte gerade die Wand ja, durchbrechen. Krass. Also, was machen wir jetzt? So, jetzt können wir alles wieder ausmachen. Ach so, ja, schön vorschriftsmäßig den Rechner ausmachen, gell?
Genau. Ach, bist du auch so einer, der das Laufwerk mit der Hand zumacht? Na, bloß jetzt, weil ich wusste nicht mehr, wenn er aus ist, dann bringt er diese Knopf. Das zeigt sich nichts mehr. Gut, dann war's es für den ersten Arbeitstag. Krass, guck mal, das ist abgerissen. Shit. Oh Mann, ey. So machen richtige Leute Feierabend, indem sie Sachen kaputt machen. Ja, krass, aber der Job, der war jetzt eigentlich gar nicht so schwer. Guck mal, hier hängt meine Hand noch fest. Was machen wir denn jetzt mit der Hand? Ach, die ist ja wirklich weg. Hast du deine Hand kopiert vielleicht? Kann sein. Was, wenn du dein Gesicht kopierst? Schaffst du das? Ja. Tatsache. Jetzt muss ich nur den Knopf drücken. Jetzt bin ich gespannt, was kommt raus? Nein! Geil. Naja, dann war's jetzt. Komm, dann könntest du jetzt hier wieder gehen. Die Büroarbeit. Na, manche lieben's, manche hassen's. In VR eine lustige Tätigkeit, würde ich sagen. Aber in Wirklichkeit vielleicht ein bisschen langweilig. Gut, dass es VR gibt, denn man kann alles ausprobieren. Mal gucken, was er für einen Job als nächstes aussucht. In der zweiten Folge, beim nächsten Mal hoffe ich, da seid ihr auch dabei. In diesem Sinne, euer Inner Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.